ist es schon so spät. Doris, jetzt sollten wir aber nach Hause fahren. Sonst kriegen wir Probleme mit der Polizei. Giovanni, die Limousine bitte. Auf Wiedersehen. Herst VDB, ich kann dich so gut verstehen. Acht Achteln weh, brauchen Zeit, da kannst nicht gehen. Da rennt der Schmäh, man kennt's ja eh, verzeihst dann Witz mit leichten Spitz und dann ist spät. Ich weiß ja eh. Um 0.18 Uhr ist der Virus am gefährlichsten. Da sollt man heuer, heuer gehen, auch wenn die Feier, Feier bebt. Um 0.18 Uhr schmeckt der Traubensaft am herrlichsten. Nur müssen wir heuer, heuer gehen, Schlafenszeit, VDP, mein Mr. Präsident. Warum hast du noch nicht den? Giovanni, die Hoffnung bitte. Erst VDP, kann dich so gut verstehen. Hab dich schon oft erlebt, der Zeiger macht ja was er will. War grad acht, jetzt ist 12 und ist schon spät. Da musst du im Nachthemd liegen im Federbett. Grad 11 kriegst du einen Dusch, grad 11 wird der Abend erst schön unverfälscht. Erst 11 von der Pegel nach oben schnellt. Ist mir ehrlich zueinander, zählt von seiner Welt. Da bleibt man sitzen bis 2 in der Früh. Und nicht die Kiverei um Viertel ans Leiten tut. Da bleibt man picken, ich kenn das zu gut. Ja, ich auch. Um 0.18 Uhr ist der Virus am gefährlichsten. Da sollt man heuer, heuer gehen, auch wenn die Feier, Feier bebt. Um 0.18 Uhr schmeckt der Traubensaft am herrlichsten. Nur müssen wir heuer, heuer gehen, Schlafenszeit, VDP, mein Mr. Präsident. Warum hast du noch nicht pennt? Weißt was, Doris? Ich geh noch mit der Juli ganz. Mein Mr. Präsident. Warum hast du noch nicht pennt? Warum hast du noch nicht pennt? Noch nicht pennt? So, Dala, jetzt ist Schlafenszeit. Bisschen zu spät, aber besser als noch später. Ihr Bundespräsident Alexander van der Bellen.